Ich würde gerne die Mine treffen. Vielleicht macht die auch Schaden am... Wir uns hier dahinter verstecken. Oh, das war gut. Das hat direkt ein bisschen Damage gemacht. Holen wir uns die Ratte. Drohne, Suche ausführen. Duckst du dich vielleicht? Hallo, warum duckt er dich nicht? Drohne. Okay, ich schicke eine Drohne. Die Spur ist kalt. Formieren wir uns neu. Ah, das war draußen. Okay. Das war blöd von mir. Augen offen halten. Er kann überall sein. Drohne, Suche initiieren. Da vorne ist was Seltsames. Ich sehe mir das mal an. Das ist wie eine Arena. Hinter mir geht gleich die Tür zu. Ich tot. Ich glaube, ich habe das schwarze Herz von Zero Day gefunden. Allerdings ist hier niemand. Bagley, hast du irgendwas? Das ist nicht autorisiert? Wie kann das nicht autorisiert sein? Was? Wer hat dir gesagt, du wärst nicht autorisiert? Von anscheinend kann ich es nicht sagen. Kann ich denn sagen, dass das total nervig ist? Na, wenigstens geht das. Der Hacker greift über eine Backdoor auf Backseat zu. Durchsuche alles und finde was zu dem Arschloch. Ja, vielleicht kann ich einzelne Datenpunkte analysieren. Du solltest dich mit der Untersuchung beeilen. Ich erfasse Albion-Aktivitäten im Gebiet. Vielleicht suchen die auch nach Zero Day. Als ob ich jetzt hier einfach so rumlaufen kann. Das ist der Bagley-Quellcode. Eine Kopie meines Hirns von BrokerTech. Code, den wir in Skylarsens Labor gefunden haben. Hier passiert gleich noch richtig echt. Das ist so seltsam, aber sehr beeindruckend. Zero Day hat Themis-Drohnen zurückentwickelt. Haben die vielleicht ihre eigene Privatflotte? Zero Day hat eine Backdoor zu Filament, zu dem Überwachungssupercomputer, wegen dem Malik so besorgt war. Anscheinend betreibt Zero Day die Chip-Verfolgungssoftware, die wir von Mary Kelly haben. Was glaubst du wohl, was sie damit machen? Ach, scheiße. Eindeutig hat DedSec unwissentlich Zeug für Zero Day geklaut.
Bei dem Schlafplatz erfasse ich ein paar Geräte, die vielleicht Aufschluss geben könnten. Das sieht schmerzhaft aus. Langsam, langsam, bitte. Lasst ihn atmen. Unser persönlicher Guy Fawkes. Aber die falsche Maske. Fick dich. Wir haben die Bombe nicht gelegt, sondern entschärft. Selbst wenn ich einem DedSec-Aufrührer glauben würde, denkst du, das wäre wirklich von Bedeutung? Seit wann ist Albion der alleinige Richter und Henker? Ihr habt keine Gerichtsgewalt in London. Doch, jetzt schon. Aufgepasst. Alle Einheiten sollen ausrücken und die ganze Stadt abriegeln. Leistet medizinische Hilfe, helft Verletzten. Zeigt die Waffen. Es muss gut für die verdammten Kameras aussehen, kapiert? Naja, wenn ich eine Wett-KI wäre, würde ich sagen, dass Nigel Cass eine Menge über die Bombenanschläge von London wusste. Und über die Position des DedSec-Verstecks. Als hätte ihm jemand einen Tipp gegeben. Aber ich nehme an, das wirst du dir schon noch selbst zusammenreimen. Kann ich bitte gehen? Was ist denn jetzt hier noch? Hallo Julia. Schönen guten Abend. Ich werde bestimmt gleich überrannt von irgendwelchen... Oh, von Drohnen am Ende. Ich möchte nicht. Zeit für einen Neustart. Sabine! Trennungen sind hart. Steht London in Flammen? Teilweise. Dann ist mein Teil erfüllt. Gib die Filament-Codes frei. Einer aus deinem DedSec-Trupp hat die Bombe am Parlament entschärft. Ich dachte dabei eher an ihn, um ehrlich zu sein. Das ist immer noch der größte Terroranschlag in Londons Geschichte. Wenn dir das nicht reicht... Oh, es reicht mir. Aber der Deal ist geplatzt. Weißt du überhaupt, mit wem du dich anlegst, Mr. Cass? Ich weiß, dass du in der Stadt Bomben gelegt und deine Freunde gefickt hast. Wer weiß, was dir mit einem Spielzeug für große Mädchen wie Filament einfallen würde. So ist es besser, Schätzchen. Sie haut ab! Schnapp! Sabine? Nein, 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 nein! Sabine ist ein Verräter. Wie konnte sie nur? Sie hat Dalton getötet und alle anderen. Fuck, Mann! Sie gehört zur Zero Day. Das erklärt, warum sie meinen Speicher gelöscht hat. Es gibt hier einiges aufzuklären. Aber zuerst, ich habe herausgefunden, wo Drool Britannia läuft. Auf dem Rechner da drüben. Oh, ich sehe gleich, irgendwas geht hier gleich mächtig schief. Ist es eigentlich ihr schon mit Sabine? Wie läuft's? Ja, wir hatten schon eine interessante Verfolgungsjagd. aber wir haben noch nicht so viel gemacht, tatsächlich. Wir sind jetzt gerade bei Zero Day im Versteck. Drool Britannia ist ein großer CTOS-Patch. Ich weiß nicht, ob ich es aufhalten kann. Niemand kann es aufhalten. Darum geht es doch. Und? Beeindruckt? Könnte schon sein. Was ist Drool Britannia? Das große Reset der Gesellschaft. Während DedSec bloß herumrennt und Bugs behebt, lösche ich den Quellcode. Und zerstöre die Hardware. Komplett. Mit euren Technologiediebstählen habt ihr zu etwas Wunderschönem beigetragen. Ist das so? Tja, Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Aber ich sehe nichts Schönes hier. Wann taucht der Rest von Zero Day auf? Es gibt nur mich.
Ich habe früh gelernt, dass niemand bereit ist, für Veränderungen wirklich was zu opfern. Am Ende schreiben nur einzelne Geschichte. Armes Ding, total bekloppt und merkt es nicht. Autsch. Ich hatte gehofft, dass ihr wenigstens meine Gründe verstehen würdet. Liebste Rekruten? Es tut mir leid. Aber wieder einmal hat der Zack keinen Nutzen mehr. Schwimmt aus! Heute werden Millionen leiden. Was für eine Ehre, mit ihnen zu sterben. Sucht alles ab! Sabine. Sabine hat mich eingesperrt. Bagley! Ich brauche Zeit, um das Sicherheitssystem zu knacken und die Sprengtüren zu öffnen. Bleib am besten am Leben, bis ich fertig bin. Passenderweise habe ich eh gerade das Bedürfnis, Dampf abzulassen. Überall zischt's und... Ich habe die Türen freigeschaltet. Ich schlage vor, du haust schnell und sicher ab. Ja, da ist aber die nächste Tür jetzt zugegangen. Ich glaube, das geht nicht so einfach, Bagley. Bagley, von dir bin ich übrigens auch enttäuscht. Du musst einen anderen Ausgang finden. Albion setzt in der ganzen Stadt Leute ein, um Agenten aufzugreifen. Kommt ruhig, ihr Pisser! Oh shit, die sind immer noch wütend! Solange jetzt keiner von rechts kommt, ist okay. Was macht die dort eigentlich? Wartet die jetzt da den ganzen Tag? Genau, komme ich jetzt raus? Splittergranate! Hier nicht, oder? Getroffen. Hä? Hast mich gar nicht getroffen. Steh unter Beschuss! Oh. Hä, wo soll ich lang? Gott verdammt, ich noch mal! Da komme ich doch nicht lang, oder? Kurz regenerieren, Junge. Ja, genau deswegen. Ein Schuss. Aber wir können mit Mura weitermachen. Du musst einen anderen Ausgang finden.
Albion setzt in der ganzen Stadt Leute ein, um Agenten aufzugreifen. Kommt ruhig, ihr Pisser! Ich muss kurz regenerieren. Okay, Chat, wir müssen das jetzt mit Bedacht machen. Die lassen nicht locker. Ich glaube tatsächlich, wir müssen irgendwann einfach raus, weil es kommen immer wieder neue nach. Die hat wieder eine Bombe. Kannst du ruhig dort hinten hochgehen? Was macht der oben? Da ist wieder einer. Volltreffer! Bin unter Beschuss! Da um die Ecke ist einer. Ich wurde getroffen. Warte, da hinten ist einer. Oder sind die oben? Gleich da mit der Suche beginnen. Die scheinen oben zu sein, oder? Ich übernehme die Deckung. Verdammt! Zielperson ist entkommen. Stecken die sich wieder hier oben? Es lässt nicht nach. Der ist echt in der Scheiße. Feindbeschuss. Lassen wir die Party weiter. Bringt nichts, wir müssen weiter. Nachladen! Entschuldigung, dass ich geschrien habe. Ist sehr aufregend. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich gehe vor. Vorsicht, Schüsse! Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Wieso rennt er nicht in die Falle? Wieso rennen die alle nicht in die Falle? Ja, nicht gut, dass ich jetzt hier in der Nähe der Falle bin. Hallo, lauf. Was läuft doch? Was? Ich bin nervös, Chat. Ist aufregend.
Jetzt erwarten oben bestimmt noch welche. Als ob ich hier einfach rausmarschieren kann. Scheiße, das war echt übel. Aber ich bin entkommen. Ja, hervorragende Arbeit. Wo ist Sabine? Was habt ihr Idioten getan? Ich bin von Söldnern umzingelt. Ja, Dito. Oh Scheiße. Wir sollten uns neu formieren. Sabine hat eure Position an Albion verraten. Alle Agenten sind aktuell in Gefahr. Haltet euch alle bedeckt und meidet Menschenansammlungen. Ich schicke euch einen unauffälligen Treffpunkt. Dieses Arschloch! Davon wird alles nur noch schlimmer. Hier ist niemand. ETF? Hilfe! Da ist eine Drohne hinter mir. Kommen noch mehr? Dann bin ich hier erstmal safe. Oh. Gut. Jetzt schick uns bitte den Standort. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, die letzte Mission kommt jetzt. Shit, was zum Teufel ist hier los, Bagley? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen alternativen Ort für ein Notfalltreffen gesichert, der weit entfernt vom Versteck ist. Ich schicke jetzt die Koordinaten. Ich will mit Mura das Finale machen. Ich wechsle jetzt nicht den Agenten. Wir sind Mura. Hast du alles? Wie aufregend bin ich ja gerade richtig, ja. Aufregung ist groß. Wie geheim ist der Ort, wenn sie alle hinnehmen? Wie zur Hölle? Ah, I see. Warte. Wir müssen nur hier hoch. Okay. Oh, Scheiße, Mann! Habe ich es als Einziger geschafft? Es war unmöglich, einen einzelnen sicheren Ort zu finden. Deshalb habe ich euch alle an verschiedene geschickt. Du hast mich in ein verlassenes Haus geschickt und hier ist ein Körperumriss aus Kreide. Glückspilz. Keine Ahnung, wo ich bin, aber hier schreit geradezu alles nach Mörderraum. Können wir dann weitermachen, wenn ihr euch genug darüber beschwert habt, wie ich eure undankbaren Hintern gerettet habe? Kannst du jetzt damit hochfahren, aber... Warte, wie komme ich dann in die Wohnung? Über die Balkons? Kann ich doch nicht rüberspringen, oder? Aber ich gehe mal ganz hoch. Eigentlich die Mehrzahl von Balkone, oder?
Okay. Finale. Hallo, Teron. London, hier ist Zero Day. Schön, euch zu treffen. Die kleinen Anschläge vor ein paar Monaten waren mein erstes kleines Hallo. Jetzt können wir uns endlich richtig kennenlernen. All die Technologie, die ihr nicht mehr missen möchtet. Textnachrichten, Autofahren, Herzschrittmacher. Alles wird sich gegen euch wenden. Heute wird eure moderne Welt zu eurer Hölle. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht, aber was ich tue, ist gut. Zerstörung ist immer die Heilung. Ja, jetzt ist Finale, allerletzte Mission. Okay, hört alle zu. Das ist wichtig. Ich habe herausgefunden, wofür der Rule Britannia Patch ist. Er ist für mich. Zero Day alias Sabine gibt mir und allen anderen Begleys über ein Begley OS Update gleichzeitig Zugriff auf verwundbare mit CTOS verbundene Systeme. Mein OS ist in Großbritanniens Kerninfrastruktur integriert. Kraftwerke, Flughäfen, Krankenhäuser, Banken. Sobald ich Zugriff auf diese Systeme habe, greift der Patch sie so lange an, bis sie ausfallen. Das würde zum Zusammenbruch von London und wahrscheinlich auch des ganzen Landes führen, was vermutlich Emilys Ziel ist. Sorry, aber das Update verbreitet sich bereits. Sabine hat an alles gedacht. Wer ist Emily? Gibt es einen Weg, um alle Bagleys zu töten? Deine Gleichgültigkeit hinsichtlich meines Todes ist vielleicht die Antwort. Wir müssen bei BrokerTech rein. Genau. Du musst die Server zerstören, auf denen ich installiert bin, und gleichzeitig das Blumennetzwerk abschalten, damit ich nicht auf die Backups zugreifen kann. Einer von euch muss zu Broker und einer zum Bloom Tower. Erklärung unterwegs. Britannia wurde ausgelöst. Jetzt gibt es Millionen Ichs, die Londons Infrastruktur zerstören wollen. Du beeilst dich besser mit diesem Mord. Ist es wirklich die beste Idee, Begley zu löschen? Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Dieses Opfer müssen wir bringen. Es stehen unzählige Menschenleben auf dem Spiel. Scheiße, Mann. Sorry, Begley. Okay, bin unterwegs zum Bloom Tower. Wie funktioniert das? Koordination. Du musst zum Tower und Begley offline nehmen. Aber das wird den Angriff nicht aufhalten. Seine BrokerTech-Server werden sofort den Reboot starten. Wenn wir ihn offline nehmen, hat ein anderer Agent kurz Zeit, seine Server auf Dauer auszuschalten. Gott, Teamwork. Ab. Jeder macht seinen Scheiß und übergibt dann. Fuck. Du hast recht. Fuck. Begley, ich werd's vermissen, das zu sagen, Kumpel. Schick mir den Standort. Ups. Ich kann denen nicht mal gerade böse sein, weil... Beeil dich besser. Ich habe bereits die medizinische Versorgung zerstört. Mir ging's erst auch so beim Autofahren. Oder einfach manipuliert. Hier ist ja gerade richtig Action. Ganz normaler Feierabend in London. Während du einen Sonntagsausflug machst, sabotiere ich die Flugsicherung. Das wird sicher ganz super. Und das, liebe Kinder, kann euch mit euren Teslas passieren. Habt ihr keine... Dann könnt ihr das Auto nicht mehr steuern. Wow. Britannia ist ein sehr kreativer Virus. Ich habe mir jetzt über Nannycams die Gesichts-ID von jedem Kind im Land besorgt.
Bin ich da? Und ihnen allen ein Vorstrafenregister verpasst. Precaución. La seguridad en la Torre de Blum es inusualmente alta. Bist du irgendwie krank, Bagley? Sorry, die Spracheinstellungen sind hinüber. Ich sagte, Vorsicht, hohe Sicherheitsvorkehrungen im Blum Tower. Schon Glück gehabt. Das stresst mich gerade, dass hier alles drunter und drüber geht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss schnell machen. Ich möchte nicht. Da müssen wir hin. Komme ich hier überhaupt rein? Ihr wisst, was zu tun ist. Durchkämmt das Gebiet. Scheiße, ne? Der ist weg. Ersuche Befehl. Musst du vorne rein. Die da drüben sitzen und beobachten das Spektakel. Richtig so. Wenn die Welt untergeht, was willst du da noch machen? Wegrennen bringt nichts. Nun. Ach, vor mir haben sie jetzt plötzlich Angst. WTF.